sobald ich weiter weg bin. Ja, echt, lauf mal. Sobald ich weiter weg bin. Ich. Also bei mir passiert nichts. Auch jetzt tatsächlich. Ich will nicht hier weg, Mann. Nein! Das ist so ein bisschen nervig. Das ist eine total bescheuerte, sinnlose Funktion. Was soll das denn? Das ist echt übel, ne? Der gibt gar keinen Sinn. Vor allem, ich kann da auch nichts weiter einstellen. Und damit herzlich willkommen im Taskforce TV. Ich bin Damon. Ich bin der Timo, hi. Und ich bin Draco. Und wir spielen Conan Exiles. Sag mal, haust du mir mal nicht meinen Stein kaputt hier? Ja, ich hau dir gleich auf dein Gemächt, was hier so rumbaumelt. Wissen wir, ist das jetzt eigentlich jugendfrei hier oder nicht? Ich weiß es gar nicht, ja, ich ne? Hab einen Lendenschurz um. Ja, okay. Na, du bist relativ nackig so. Und streckst ja mir voll deinen Hintern entgegen. Ich guck mal schnell weg so. Bevor das hier wieder rezensiert wird. Guck dich um, wie warm das hier ist. Ja, Anstand muss sein. Da muss vielleicht nicht noch die Krawatte zum Anzug, aber da deine Krawatte zu zeigen, ist auch nicht die verlängische Art. Lauf nicht weg, Draco. Sonst kommen wir selber von unseren Bäumen weggezogen sonst. Auch die Holz? Nee, ja, nö. Wir sammeln gerade Holz, glaube ich. Und Pflanzenfasern. Ich habe meine Bettstadt schon beim Draco in die Hütte gelegt. Mach ich auch gleich, ich sammle. Ich hab. Ja, der Draco, der hat eine ganz wichtige Entdeckung gemacht, nämlich die Stadt hier in der Mitte der Map. Die ist gar keine Stadt, Draco, ne? Ja, das ist mehr so ein, ja, so ein instanziertes Gebiet, sag ich mal, da wo es dann wieder dieses scheiß Dunkelheit oder sowas ist. Ja, wie gesagt, du wirst da drinnen irgendwie verdorben in diesem Gebiet. Nein, das hat jetzt keinen größeren Einfluss. Erstmal, aber um das loszuwerden, musst du dann zum Beispiel Sklaven beim Tanzen zugucken. Was? Du wirst verdorben und musst Sklaven beim Tanzen zugucken, um da ja loszuwerden? Ja. Okay. Wo kriegt man die tanzenden Sklaven her? Ist das ein Problem? Aus NPC-Lagern. Ach so, okay. Also du musst spannen quasi. Ja, du musst die halt Lager überfallen und dann kannst du die halt niederknüppeln später. Und fesseln und mit zu deiner Stadt ziehen. Ja, das habe ich auch im Video gesehen. Das ist ganz praktisch auch, weil wenn du zum Beispiel jetzt einen Chimera spielst und einen Sklaven hast, der zufälligerweise auch noch Handwerker ist, dann kann der dir auch stygische Waffen herstellen. Oha. Was dann das, dadurch... Das, was die können, dafür solltest du auch einsetzen. Ja, genau. Wenn es halt Handwerker sind oder Schmied ist, dann solltest du die nicht an Schneiderbank setzen, sondern halt auch tatsächlich... Mhm. Ja, manche sind halt einfach zum Tanzen gut, weil ansehnlich. Na, ist ja gut zu wissen. Das gibt's anscheinend noch nicht. Was machen wir denn schönes Jungs heute Abend? Weltherrschaft an uns reißen? Ja, hier ja, erstmal. Ich würde sagen, wir sollten auf einen normalen Server gehen. Da können wir uns am besten bewegen. Das
nerv dich gerade hier, Draco. Ich schick dir gerade mal per Steam was. Eine Orientierungshilfe. Fand ich ganz praktisch. Ja, yes. Die Map, ne? Genau, die Map. Die ist sehr gut. Die habe ich nämlich auch schon offen, ja. Ja, weil es ist nämlich etwas blöd gemacht. Man sieht sich nicht auf der Map. Die Maps. Eben unpraktisch finde. Grafik speichern unter. Ah, man kann gar keinen hauen. Komm mal her. Komm mal her. Was? Versuchst du mich jetzt zu hauen? Nein, nein. Ja, wollen wir auf den offenen Server oder wollen wir hier bleiben? Ja, lass uns ruhig hier bleiben mal eine Runde, ne? Weil ja. Jetzt können wir dann hier mal ein bisschen mit Cheats auch eventuell ausprobieren, wie weit man kommen kann. Das hat ja auch Vorteile mit Mit Cheats, ja? Soll ich euch mal auf Max-Level bringen? Ja, wollen wir dann mal in die Mitte gehen und die Stadt angucken? Mach dann. Ey, aber mach mich mal bitte nicht mehr durstig, weil ich sterb gleich. Da weiß ich noch nicht, wie es geht. bei Durstigen Plus setzen wahrscheinlich, ne? Ja, aber es geht nur komischerweise bei mir. Ah, okay. Dann Damon einmal durch den See schwimmen. Ja, ich bin auch gerade am Wasser, aber ich komme gerade nicht hin. Ich komme nicht hin. Oh, 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 und jetzt habe ich noch ein Viech hinter mir. Oh, oh, oh. Ja. Schade, guck mal, jetzt sterbe ich hier am Wasser. Das ist natürlich scheiße. Du hast es fast geschafft. Ja. War ich stark verlangsamt erst durch den Durst, was ja eigentlich auch ein geiler Effekt ist, ne? Wenn wir uns mal vorstellen, ob wir gegen andere Spieler hier irgendwann spielen. Dann würde ich schon wollen, wenn die Flüchten dazu verlangsamt sind. Ja, und dass sie ertrinken vor allem. Genau. Ertrunken und dann auch direkt von dem Krokodil gefressen. Hart erwischt. Ja, und das Blödeste ist, ich habe noch einen Trinkschlauch hier im Inventar, den hat der Draco mir nämlich schon netterweise gegeben. Du kannst dich selber wieder looten. Ne, ich hab, das Inventar ist voll, mir ist halt gerade nur aufgefallen, also ich hatte ihn die ganze Zeit. So meine ich das, ich hätte schon die ganze Zeit trinken können. Du kannst dich jetzt hier selber looten. Aber ich hab doch alles, was ich hatte. Ach ja, stimmt ja. Ich muss mich gar nicht looten. Kannst du mal kurz ein bisschen in Richtung deiner Hütte kommen, ich komme hier nicht. So, das Feeling ist jetzt aber schon ein bisschen barbarentechnischer, als wir das beim ersten Mal versucht haben, ne, finde ich. Oder ja, wie seht ihr das? Müsste schon mal eine Steinachse nach. Schon sehr barbarisch. Ja, ich kann ja auch mal rauszoomen, ja. Das ist ein Barbarenfeeling. Und der Draco, der hat hier, ich laufe hier mal hoch, der hat hier schon richtig schön viel gebaut. Aber hier. Vielleicht reicht's, wenn ich hier stehen bleibe. Kannst du anderen Leuten auch Rüstung und so geben? Ja, ne? Ich gucke gerade. Ich hätte natürlich gerne Dafari-Rüstung. Du müsstest dir das ins Inventar packen können und dann einfach fallen lassen, oder? Eine Werkbank hat der Draco hier erstmal hingezimmert. Mehr aus macht der Gewohnheit, vermute ich mal. Erfahrungsgemäß kann das nie schaden, eine Werkbank zu haben. Mhm. Und die Grafik ist echt in Ordnung, finde ich, ne? Ja. Geht mal bei euch bitte auf Escape und dann auf Einstellung. Einstellung, ja. Und ja. Dann ganz rechts steht bei euch Erwa-Einstellungen. Erwa-Einstellungen, ja. Und gib mal da als Administrator Passwort Test ein. Und geh mal auf Übernehmen. Wenn es geht. Admin Rights Granted steht hier bei mir rechts. Na, GZ. Dann mach mal Escape. Ja. Und geh mal aufs Administrator-Menü. Ja, das funktioniert. Geil. So, da kannst du dir dann unter Hunger Thirst machst du Eating Off. Und damit hat sie die Sache gegessen. Achso, wie war das? Test mit großem T? Oder? Warte mal kurz, der Sandsturm. Der ist gleich vorbei.
So, unter Administratormenü. Und da steht unter Hunger Source, also die dritte, der dritte Unterpunkt. Steht, da steht Hunger Source und da steht Eating On, Eating Off, Hungry, Durstig, Food, Food, Food Plus, Food Minus, Water Plus, Water Minus. Oh geil, jetzt bin ich Admin. Ja, erstmal hier alles. Eating Off und dann, ich hab mich jetzt auf Max Level gesetzt. Ja, mach ich auch. Und ich hab mir Demigod gegeben. Nee, das mache ich nicht. Wenn ich Scheiße baue, dann will ich dafür auch sterben, ganz einfache Sache. Mit dem Level, was du jetzt hast, stirbst du auch nicht mehr, kannst du auch den Gott geben. Ja, ich bin, es geht eigentlich darum, was kann man alles bauen, weißt du? Ja, erstmal hier Dafari-Sachen. Zack, zack. Bestätigt er das hier irgendwo, weil das Eating Off, das wird jetzt noch nicht mal hell hinterlegt oder so? Du siehst oben. Wenn du jetzt stirbst zum Beispiel, ist das oben nicht mehr blau. Okay. Die Keule und der Wassertropfen da. Okay. Du musst es dann wieder aktivieren. Ich sehe auch schon der letzte Bongo, egal. Das heißt, ich probiere jetzt mal was aus. Wenn ihr Administratoren seid. Dann sind wir jetzt auch nicht mehr an dich gebunden, meinst du? Kann doch sein. Mhm. Ja, zu schön, um wahr zu sein. Also nicht, dass ich ein Problem hätte, an dir gebunden zu sein, aber... Oh. Etwas eigenständig rumlaufen ist schon geil, also... Und wer hat dir mitgezogen? Er nicht mit. Noch nicht, ne? Das gibt ja auch einen schönen Einblick hier, das gezogen. Admin-Menü. Ja, doch, ich werde auch mitgezogen. Hilfe! In die Sachen, die es hier gibt, nämlich Dämonenblut, Drachenpulver, Haar einer toten Frau, also das scheinen ja alle Sachen zu sein, die man im Spielverlauf zu braucht, ne? Ja. Okay, Gelblotusblüte, dann haben wir noch verrottetes, satanisches, so, Knoch, irgendwas, ja. Ist geil, oder? Augen der Unschuld. Das ist meine Safari-Maske. Und fetten Speer hier. Fuck. Ja, wo seid ihr denn? Unten. Also ich bin zwangsläufig in der Nähe von Draco, ganz klar. Ich kann mich gerade nicht mehr bewegen, aber wahrscheinlich, weil ich mir zu viel Scheiße verpasst habe, ne? Pack dir Belastung drauf. Guck mal, ich hab mir 50 Kriegshämmer hier gegeben. Ich denke mal, der Kriegshammer, der wird ein richtig schönes Barbaren-Feeling geben. Einer? Ära oder? Ne? Akku? Was? Wählten Chimera oder Hyborianer? Ein Charakter? Hyborianer, glaube ich. Pfeil und Bogen. Voll der Geiz. Was macht ihr da, Jungs? Das sieht ein bisschen homo aus. Ich penetriere mit meinem Speer. Du siehst aus wie der Witch Doctor von Diablo 3, Perry. Ach echt? Keine Ahnung. Ja, die hatten auch immer so Masken, ja, original. Ja, was geht ab? Wollen wir? Ja, Moment. Jungs? Wir müssen gerade ein paar Pfeile reinklatschen. Ein bisschen die Gegend unsicher machen mit der Gang. Ja, mal die Mitte zur... Perry, too much? Ach, leck. Moment. Oh, oh, warte, ich gebe mir mal eben ein bisschen Munition. Einen Moment noch. Wollen wir jetzt Rezepte erlernen? Ach Gott, ja, ich muss ja die ganzen Punkte noch. Boah. Boah, ich finde die Pfeile hier einfach nicht. Feuerbolzen, das hört sich doch geil an. Kaum 100 Stück mal. Mit eigentlich. Alles gut. Stamina, okay. Na wenn, dann machen wir das jetzt richtig hier. Moment, müssen wir mal hier gucken.
Ja, der kann keine 100. Ach komm, hier das Holz auch noch. Komm, was soll der Mist? Immer noch. Mein Gott. Irgendwie habe ich gerade 500 Bögen in meiner Tasche drin. Das ist nicht so Ja. gut. Ja, ich kann mich immer noch nicht bewegen. 100%? Du bist einfach zu weit weg von uns. Bitte was? Weit weg. Weit Guck mal weg? oben, der Amboss, wo der ist. Bei Ob der. 111. Ja, dann kannst du dich nicht bewegen, ist klar. Ja, aber ich habe fast nichts mehr dabei. Musst du deine Belastbarkeit hochpacken. Okay, dann ercheate ich mir erstmal ein paar Level-Ups, würde ich sagen, ne? Aber wir sind auch Level 50. Wie funktioniert das eigentlich mit der Munition? Ganz gepeilt. Die musst du öfters auf diesen Bogen draufziehen und irgendwann geht's dann. So, jetzt habe ich die ganze Scheiße gedroppt. Jetzt habe ich Belastung geskillt und bin auf 31%. So schnell kann es gehen. Damit eh. What the fuck? Okay. Komm, dann lass mal ein bisschen gucken, ob keiner guckt hier, oder? Wie keine Da muss ich gerade Munition. mal ganz kurz meine Pfeile reinklatschen, dann kann es gerne losgehen. Warte mal, ich habe keine Munition, sagt er mir. Ich Ja, habe bei mir keine. auch, das ist das Problem gerade Die irgendwie. Munition muss mit unten in der Leiste drin sein. Aha. Also einfach mit die Leiste packen und dann. Keine Munition. Und dann auf den Bogen ziehen, so lange bis es klappt. Mhm. Da müsst ihr ab und zu mal gucken. Das klappt aber nicht so richtig. Das muss nur das erste Mal klappen, dann Ah, ich geht's. glaube, jetzt hab's. Das klingt gut. Ah, ich Damon hab's getroffen. nicht. Das musst du mehrmals machen. Oh, da Also hinten immer so sind hinterher welche. ziehen, entweder den Bogen auf die Pfeile oder die Pfeile auf den Bogen, eins von beiden. Was? Geh weg. Funktioniert bei mir beides nicht immer. Dann hole ich mir einfach mal so einen Bogen. Ich gehe nochmal schnell hoch zu meiner Bude, Mach das. stelle da noch ein bisschen was auf und werde mich dann mal dementsprechend hochrüsten. Na gut. Für diesen Sack hier. Ja. Ach, guck mal, ich glaube aber jetzt hat er, ne? Also der hat hier schon. Oh, ich werde schon wieder nach hinten gezogen. Meine Fresse. Meines eigenen Willens beraubt hier. Mann. Kann auch schneller laufen, ne? Kann man das? Ja, das kannst du eintippen. Mit Shift. Nee, ich meine, du kannst sie in diesem Multiplier hochsetzen, dass du schneller rennst. Achso. Info, Feuerbolzen, Feuerbolzen. Ja, die funktionieren weder bei der Armbrust noch bei dem hyrkanischen Bogen. Also ein Rotz. Funktioniert alles nicht. Seht ihr das? Ah, doch, jetzt geht er. Ja, yeah, ich bin startklar. Bereit fürs große Abenteuer. Ja, die tue ich auch. Ich würde ja gerne mal in die Mitte gehen. Ruhe auf den billigen Plätzen. Was? Ja. Einfach durch dich durch. Ja, wir sind ja auch in einem Clan hier. Ja, schade. Komm, wir suchen schon mal was, wo wir Action machen können, Ich ja? brauche eine andere Waffe hier.
Jetzt werde ich hier schon wieder mitgezogen, ey. Das ist scheiße. Ich weiß nicht, wo man so weiter reinprogrammiert, so. Totaler Schwachsinn, ne? Ja. Weißt du nicht, warum ich plötzlich 99 Pfeile im Inventar habe, obwohl ich nur einen angesetzt habe? Fuck, besser das. Na gut, der legt immer einen rein und zählt dann aus dem Inventar runter, ne? Das finde ich aber ist in Ordnung. Das gerade mal getestet. Ich wollte gerade ein bisschen sammeln und werde knallhart zum Draco zurückgezogen. Gibt's ja echt nicht. Oh. Hilfe, ich habe ein Krokodil. Würde dir helfen wollen, aber, ne? Weißt schon. Ja, bist du, dann kann ich dir doch helfen. Ja, jetzt ist tot, Alter. Dankeschön. Aber ich kann's zerlegen. Vielen Dank. Wäre dich wieder nach hinten gezogen. Draco, kannst du dich bitte kurz nicht bewegen? Wir möchten das Krokodil looten. Ich bewege mich nicht. Das ist gleich notwendig, damit er uns anzieht. So. Seine Anziehungskraft wächst. Das ist aber auch mal eine sinnvolle Sache, die sie hier reingepackt haben. Ja, einfach um das Spiel mal ein bisschen zu erschweren. So, ich versuche nochmal einen Ast zu sammeln. Ja, dann würde ich aber sagen, an dieser Stelle empfiehlt sich dann auch ein Abspann eigentlich, ne? Dann nennen wir den Teil hier die Cheat-Einstellungen von Draco Server oder so. Und dann machen wir den nächsten Teil, wo wir mal ein bisschen in die Wildnis laufen. Was haltet ihr davon? Ja, genau. Vielleicht mal die Stadt in der Mitte uns anschauen. Ich würde da gerne mal rein. Ich war noch nie drin. Okay, dann machen wir das mal. Okay. Dann danke fürs Zusehen und bis gleich. Gleich. Bin gleich soweit. Kein Stress.